Hi, vielen Dank für die Information. Kurz, ihr habt es ja schon anklingen lassen, 6 Monate geht also eine Runde? Genau, die Förderzeit, also der Förderzeitraum, wo man sozusagen an seinem Projekt arbeitet und von uns gefördert wird, 6 Monate. Okay, vielen Dank. Bitte. Das war easy. Weitere. Also, danke vielmals. Mich würde interessieren, welcher Schwerpunkt auf Code liegt. Wie viel Code muss wirklich entwickelt werden, damit es für den Prototype-Fund stimmt? Weil wenn ihr einen Schwerpunkt auch in Data Literacy zum Beispiel habt, dann geht es ja auch darum, eine Community zu erreichen. Es geht vielleicht um Bildungsmaterialien und so weiter und so fort. Mir ist schon klar, dass auch Code entwickelt werden sollte, aber also wie wichtig ist es, dass das sozusagen das Zentrum aller Dinge ist? Das würde mich interessieren. Ja, das ist eine gute Frage, weil wir da schon öfter ein bisschen das Problem hatten, dass wir super schöne Projekte bekommen haben als Bewerbung und die waren aber rein Content. Und dann können wir es tatsächlich nicht fördern. Also wenn da keine einzige Entwicklung von Software dabei ist und sei es nur eine Website, dann geht's wirklich gar nicht. Aber irgendwas muss am Schluss da sein. Und jetzt bei den letzten Runden, die auch mehr so einen sehr technischen Schwerpunkt hatten, waren das dann wirklich, also da war das kein Content-Projekt mit irgendwelchen Data Literacy-Lernanschauungsmaterialien zum Beispiel. Wir versuchen das möglich zu machen, wenn das Projekt uns wirklich überzeugt, aber irgendwas muss dann am Ende zum Beispiel auf GitHub da sein. Weil, genau, nur dann können wir es fördern. Okay, weitere Fragen oder Kommentare? Ansonsten hätte ich noch eine Frage. Wenn ihr schon über die Learnings gesprochen habt und jetzt die neue Runde zum Thema Nachhaltigkeit geht, was sind denn so eure Learnings? Was passiert eigentlich mit den Projekten, nachdem die eure Startförderung bekommen haben durch den Prototype Fund? Könnt ihr da was zu erzählen? Wie geht es mit denen weiter eigentlich? Und vielleicht auch schon, wie geht es irgendwann mit dem Prototype Fund weiter? Also ein paar Sätze können wir dazu sagen. Wir haben den ersten richtigen Abschlussbericht nur für Runde 1 bis jetzt. Also Runde 4 geht gerade zu Ende. Runde 5 läuft demnächst an und Runde 6 schreiben wir gerade aus. Nur läuft alles parallel. Und Runde 1 ist schon mal so einmal abschließend evaluiert worden. Das war halt die allererste Runde mit noch relativ wenig Projekten. Was wir aber schon sagen können, wir haben gesehen, nach Ende der Förderlaufzeit gibt es so ein halbes Jahr, so 6 Monate, wo alle in so ein kleines Loch fallen, weil man während der 6 Monate, wo wir sie fördern, überhaupt keinen Kopf dafür hat zu überlegen, wie geht es danach weiter. Und dann, nach 6 Monaten, nach der Förderung, rappeln sie sich aber wieder so ein bisschen und es wird wieder angefangen, weiterzuarbeiten. Mehr abschließend, wie lang, also auf lange Sicht, wie die Projekte sich weiterentwickeln, können wir noch nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass wir Nachhaltigkeit beim Prototype Fund so verstehen, dass wir darauf achten, dass die Projekte in der Community sind. Und wenn es eine gute, aktive oder auch große Community um ein Projekt rum gibt, die danach weiter dieses Projekt trägt, dann ist es eine Art und Weise, wie ein Projekt nachhaltig sein kann. Oder wenn der Code, der produziert wurde während der Förderung, für andere danach dient, um darauf wiederum weiter was aufzubauen. Das ist so, wie wir das verstehen. Habt ihr denn, wenn ich nochmal nachfragen darf, habt ihr denn das Gefühl, dass es dann Infrastruktur, also wenn sozusagen, ist ja auch eine strukturelle Frage, gibt es da genug Anschlussförderprogramme beispielsweise, wo sie dann reinfallen können? Also wenn ich jetzt schon die Bundesregierung ausnahmsweise mal gelobt habe für das Projekt, gibt es dann eigentlich genug Anschlussförderung? Also wir nehmen dieses Thema Nachhaltigkeit auch sehr ernst und wir machen uns auch Gedanken darüber, wie wir die Projekte, die abgeschlossen sind, irgendwie weiter vernetzen und fördern können. Wir haben kein Programm, kein Förderprogramm in der Hinterhand, was sich um die Projekte kümmert. Auch nicht, was eine Infrastruktur danach weiter finanziert. Das ist leider ein ganz anderer Schuh. Wir bekommen das Geld wirklich für die 6 Monate, weil es ja als anfangs für Prototypes gedacht war. Aber wir machen uns auch, überlegen auch, wie wir aus unserer eigenen Gruppe noch mehr Unterstützung geben können und eben Netzwerk. Noch ein Satz hinten dran. Der Prototype Fund war was komplett Neues für das Bundesministerium für Bildung und Forschung, aber generell auch für die Bundesregierung. Sowas in die Richtung gab es direkt noch nicht. Es kam sehr gut an,
auch in anderen Ministerien, das so viel kann ich sagen. Wir wissen auch selber nicht, wie es langfristig weitergeht, aber es könnte gut sein, dass es ähnliche Funds geben könnte. Und der Prototype Fund ist aus einer Idee entstanden von einer Kollegin von uns. Das heißt, wenn jemand denkt, man bräuchte doch ganz klar nach dem Prototype Fund als Anschlussförderung so oder sowas, man kann ein Konzept schreiben, man kann sich Mitstreiter suchen und man kann sowas einfach versuchen, auf die Agenda zu setzen. So hat es nämlich beim Prototype Fund auch geklappt. Also ruhig mit Ideen und aktiv werden und wir sind da immer ansprechbar und dabei. Okay, dann nochmal dicken Applaus für euch beiden. Vielen Dank. Danke.